19:13, aber es ist doch ein ganz annehmbares Ergebnis, sag ich mal. Warum hat der mich zerlegt? Ich habe ihn auch zerlegt. 20:14, 5 brauchen wir noch. Dolat hat mich zerlegt. Wie schnell das geht, auf diesen Kackwagen hier kaputt zu kriegen. Also diesen Kackwagen, das ist ein richtig geiler Wagen, aber Apo-Kackwagen, mir ist mal aufgefallen, in den ersten Folgen, da habe ich irgendwie das Tourette-Syndrom gehabt, oder? Da habe ich ja echt nur Schimpfwörter gerufen. Vor allen Dingen in der Folge, als ich dann gefailt habe in Zinkenbach, da habe ich so, da habe ich mir das nochmal angeguckt gehabt, gedacht, oh mein Gott, hast du Tourette gehabt oder was war jetzt los hier? Weil das, da war ja jedes zweite Wort ein Schimpfwort. Das war ja schon so, schon wieder richtig übertrieben. Ach komm, ach schade. George Rush hat mich zerlegt, wieder mal ein eigener. Ach, dieser George Rush ist echt ein Experte im Autofahren, kann man gar nicht anders sagen. Oh, 23:17. 24, sehr geil. Ach, George Rush mal wieder, der hat mich schon wieder selber kaputt gefahren, dieser Kackidiot. Vollidiot. Ach, ich treffe überhaupt gar nicht mit meinen Raketen, das ist das Schlimme. Ach Mann, warum treffe ich denn nicht? Aber irgendwie macht er auch überhaupt keine Geräusche. Also diese Audiogeräusche von dem sind irgendwie ein bisschen kaputt. Oder insgesamt die Audiogeräusche gerade im Spiel spielen ein bisschen rum. Guck mal, ich schieße mit der Maschinengewehr und es kommt gar kein Geräusch. Nein, nicht nur starten, haben wir gewonnen. Komisch, dass kein Geräusch kommt. Das wundert mich gerade ein bisschen. So, wieder gewonnen. Division Finale A geschafft. Ja, wir sind schon in der zweiten Finale-Runde jetzt. So, 80%. Mein Battlefield. Cool, jetzt auf dem Schlachtfeld. Hold the Flag. Die Superkombo. Stuntshow. Three Hills. Ich versuch's mal mit der Stuntshow. Wir wussten, wenn wir Meyer in die Position des Geschäftsführers setzten, bestand die Gefahr, dass er seinen eigentlichen Zweck als Sündenbock erkennen könnte. Also mussten wir ihn ablenken. Wir schickten ihn zu Präsentationen, Presseterminen, ließen ihn Strecken einweihen, Reden halten und steckten ihm einen ordentlichen Batzen Geld in den Arsch. Und es wirkte. Je häufiger er sein Gesicht in der Presse oder im Fernsehen sah, desto glücklicher wurde er. Er war sogar richtig kreativ. Dieser Super-Kombo ging ganz allein auf seine Kappe. Dann wollen wir mal 70.000 Punkte ergattern. Ich hoffe, dass ich glaube, ich werde das Trinken gerade ein bisschen rausschneiden. Ich muss ein bisschen ab und zu was trinken. Jetzt ein bisschen mehr, weil ich total erkältet bin. Meine Nase sitzt total zu, meine Nebenhöhlen auch. Ich hoffe, merkt man das gar nicht an. Also ich kann ganz normal reden, das nervt nur ein bisschen. Und falls ich mir nachher mal die Nase schnudern, also in die in das Taschentuch hinein, meinen Schleim in das Taschentuch hineinblasen muss. Nase putzen nehmend. Was habe ich denn vorhin für Schnudern? Wie komme ich auf Schnudern? Keine Ahnung. Gut, wir spielen weiter. Ich wollte ja nicht mal so viel unnützes Zeug reden. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn ich... Die letzte Folgen habe ich ja irgendwie über Gott und die Welt geredet. Aber nicht über Autos. Also Autos, Traumwagen habe ich schon erzählt. Fällt mir gerade ein. Ja. Wäre cool, wenn er mal sagt. Traumwagen, einfach mal in die Kommentare schreiben. Hätte was. So. Ach cool, die Strecke ist das. Schön auf der Autobahn. Kann ich gleich mal die deutschen Autobahnschilder zeigen? Wenn da irgendwie ein Schild ist. Ich glaube, ich auch fast nicht. 7000 Punkte geht ja noch. Aber ist irgendwie auch nicht so geil. Ich wollte jetzt eigentlich rechts hoch. So, zack. 4000 Punkte geht auch. Ach, wie muss ich denn erreichen? Das ist ein, ich habe gar nicht darauf geachtet, wie ich auch hier erreichen muss. Ich hoffe, ich hänge jetzt mal irgendwo ein Schild. Dann kann ich euch das zeigen. Obwohl, es ist eigentlich jetzt einfach wichtig, dass ich Standpunkte erreiche, aber ich habe kein Schild da. Schade. Weil da gibt es unter anderem nach Hannover. Ich bin auf dem Schild ausgestellt. Apo, jetzt darf ich ja endlich mal outen. Ich bin Fußballfan und 96-Fan. Habe ich noch nie erwähnt, dass ich 96-Fan bin. Das ist doch der einzige Grund, warum ich Gronkh nicht so ganz ab kann. Und ich rede schon wieder über Gott und die Welt. Er kommt aus Braunschweig. Und Hannover und Braunschweig, obwohl ich habe nicht den Braunschweiger, aber Braunschweig, die Fußballmannschaft ist zumindest meiner Meinung nach verständlich, denke ich mal, Rivalen, der letzte Dreck. Dann doch lieber nur noch Bayern.
Hier sieht man mal Ausfahrt, das falsch rum steht. Die haben das falsch rum gesetzt, die Idioten hier. Wir haben auch geile Kartenmacher hier. Da hat dieser komische eine Typ, der für diese Strecke verantwortlich ist hier, wirklich gute Arbeit geleistet. 19.000 Punkte? Ja, geht für eine Kombo, ne? Ich probiere es nochmal mit einer besseren Kombo hier. Aber der Sprung gerade war der beste, den wir hier gemacht haben. Der ganz kurze da gerade bei. Das war Ironie. So. Rückwärtsgang. Rückscheinwerfer sind alle schon im Arsch, wie man sieht. Über die Brücke rüber, komm. Durch die Videowand. Cool. 4000 Punkte, ich weiß gar nicht, wie viel brauche ich. Ach, ich brauche die beste Combo, genau, das gibt keine guten Punkte. Das ist eine gute Combo, ich weiß gar nicht, wie viele Punkte ich jetzt für eine Combo brauche. 70.000 war der, stimmt, 70.000. Scheiße, da muss ich mir mal jetzt wirklich nochmal anstrengen. Gut, dass ich vorhin aufgepasst habe, was ich machen muss überhaupt in der Mission. Ich quatsch mal wieder viel zu viel. Das ist mein Problem, glaube ich. Eine Quatschtüte. So, drehen wir mal um. Fahren wir die andere Seite drauf. Doppel. So. Ist auch viel zu schlecht. Ich muss da hinten irgendwie hin. Ach, ich muss mal diese blöden Lebensstanz lassen, weil ich ja eh nicht darauf ankomme. 24.000 ist ja immer noch mega schlecht, Kombo. So. Da. Mal die Lärmschutzwand hier kaputt fahren. So. So wollen wir von hinten richtig Gas geben jetzt hier. Hätte ich mal direkt von Anfang an machen sollen, weil dann gibt es nämlich die meisten Punkte. Jetzt geben wir mal Gas hier. Komm, Gas. Und das ist nicht gegen den Baum. Komm schon. Ach, scheiße. Hat er keinen Stuntman-Bonus mehr gekriegt? Scheiß Dreck. So, jetzt versuche ich auch mal richtig Gas zu geben hier. Ist gar nicht mehr über die Autobahn hier. Gas geben da vorne. Zack. ...29.000 hat auch nicht wirklich Sinn. So, ich muss das, glaube ich... Ich glaube, ich starte das mal neu. Diesmal will ich nämlich mal die ganzen Scheibenbonus und so mitnehmen, indem ich... Ich glaube, ich fahre mal aus der Arena raus, oder? Ganz vorsichtig fahren, damit ich bloß keine Scheibe voll kaputt mache. Bringt alles Punkte. Und ich soll ja, es geht ja um die Kombo, nicht um die... Das Schild darf ich kaputt fahren, das gibt keine Punkte, obwohl das jetzt wenn. So, jetzt mal von der anderen Seite versuchen daran zu fahren. Scheiße. Aber war noch nichts, keine Punkte weggegeben. So, los geht's. Ach, das war jetzt auch super. Pausen bringt mir auch nicht wirklich viel. Ärgerlich, wenn man so Punkte vergibt. Noch von der Seite daran fahren sollen, fällt mir gerade auf. Ach, weißt du was, ich probiere es nochmal neu. So, ich glaube, das nervt gerade ein bisschen, dass ich jetzt die ganze Zeit das hier verkacke. Aber ich brauche ja 70.000 Punkte für den ersten Versuch. Und da muss der erste Versuch schon gut sein. Da muss der richtig gut sein, 70.000 Punkte überhaupt erreichen. Überhaupt die Möglichkeit zu haben, 70.000 Punkte zu erreichen. Okay, fahren wir weiter. So. Ach, nein, keine Teile kaputt machen. Bloß keine Teile kaputt machen. Weil dann kriege ich nicht mehr die Anpunkte. So. Und jetzt einmal schön wenden. Und Gas geben. So, wunderschön. So, hoch da.
Ach scheiße, jetzt dreht er sich immer so blöde hier raus. Ach, jetzt krieg ich die Punkte dafür gar nicht mehr. Ärgerlich. So eine Scheiße. Ich bin gerade zu blöd, eine vernünftige Kombo zu fahren. 70.000 Punkte bei so einer Kombo. Okay, ich probier jetzt mal. Zack. Muss ja perfekt treffen alles hier. So, komm. Na gut, das war's wieder mit dem Standbonus. Zack. 5.000 Punkte. Über die Ebene hier rüber. 13.000 Punkte. Gut, weiter geht's. Das ist alles nicht so wirklich das Wahre, was ich hier mache. Ich muss mal kurz gucken, wo kriege ich richtig viele Punkte zusammen. Ich kann das. Ich habe Doppelrakete trotzdem noch drin, aber das bringt mir ja im Glaube nichts. Oder bringt das explosiv mit? 7.000, was soll ich denn damit? So ein Pipifax hier. Ach, wäre ich darüber gekommen, da hätte ich es vielleicht sogar geschafft gehabt. Scheiße. Ärgerlich. Aber ich weiß, wie ich es machen kann. Da hinten über den Hügel rüber und dann hier vorne rüber kommen. Da kriegt man richtig schöne Punkte. Und dann 40.000 werde ich da aber auch noch hinkriegen. Boah. Eine Schraube. 75 Punkte. Boah, das war doch der beste Stunt, den ich je gemacht habe. Beste 44.000. So, das kriege ich hin. Komm, 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 komm. Jetzt hier rauf. Und Gas geben. Gas. So. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Und er ist wieder zu blöd zum Fliegen. Scheiße, Mann. Die Taktik würde funktionieren, würde ich mal vernünftig fahren können. Ach ja, geil. Ja, super. Scheiße, ja. Ich glaube nicht, dass ich schaffe, da hätte nicht mehr hochzukommen. Nee, das schaffe ich nicht mehr. 19.000 Punkte. Ich weiß, wie ich das mache. Jetzt weiß ich aber wenigstens, wie ich ansatzweise da rankomme an die Punktzahl. Und mit den ganzen Teilen kriege ich hoffentlich noch den Bonus, dass mir das noch was bringt. Aber am Abbinken. Boah, das klang nicht wirklich wie ein Blinker. Das klang irgendwie so ein. Habe ich früher mal gemacht. Früher habe ich. Ich habe früher unheimlich gerne. Ich war früher übrigens ein totaler Autofreak. Mittlerweile jetzt nicht mehr so extrem. So als Kind total. Gut, konnte ich immer die ganzen. Von den Felgen immer schon als Dreijähriger oder so ablesen, welche Automarke das war. Oder. Das war, kann mir noch. War. Das war schon ein bisschen freakig. Aber dann irgendwie dann eine ganze Zeit lang nicht mehr. Jetzt natürlich wieder ein bisschen, wenn man Auto fahren kann, dann natürlich wieder ein bisschen Auto interessanter. Was war sonst noch? Ja, was wollte ich jetzt erzählen? Genau, ich habe früher mal Autos gespielt. Und da habe ich auch mal einen Blinker simuliert. Ich glaube, Ja, also immer, wir hatten so eine kleine Autos, da haben wir gespielt. Wir hatten immer so kleine Städte, ich habe es geschafft, ja. Sehr geil. 129 geschafft, ja. Sehr schön. Hinten hatten wir immer so kleine Yeah. Sehr geil.